Jawohl. Es ist vollbracht. Ich habe eine Junk Journal Utensilien Explosion Box gebastelt. Das. Und zwar habe ich die für jemanden ganz besonderen und lieben gebastelt. Das könnt ihr euch dann im Nachfolgevideo, also wenn ihr es weiterlaufen lasst, könnt ihr euch den ganzen Entstehungsprozess inklusive Wutanfälle auch anschauen. Aber ich will es euch jetzt einmal zeigen. Es wird auch im Laufe des Videos dann werdet ihr erfahren, wer diese Box zum Geburtstag bekommt. Ich schicke derjenigen einmal ein Herzerl. Und ja. Ja, also was seht ihr da? Ich setze da eine Box und das ist ein Deckel. Ja, das ist ein Deckel, das ist eine Box, das ist ein Deckel. Da habe ich auf den Seiten so ja, kleine Ornamente, ja, so ja, junk-journalige Elemente gebastelt. Dann da auf den Deckel eben so ein Banderl und eine Rose mit Glitzer. Und so schaut die halt aus. Und das Ganze drum ist eben dafür gedacht, dass wenn derjenige die dann bekommt und aufmacht, wupp, dann hat er da sozusagen seine Utensilien drinnen, wenn er halt irgendwie was basteln möchte fürs Junk Journal. Und was ist da jetzt alles so drinnen? Das möchte ich jetzt kurz zeigen. Also wir haben da einmal in der Mitte ist eine kleine Zwirnspule, die was ich da so aufgewickelt habe, ein längeres Format am Papierstreiferl. Da habe ich dann so ein Vorradl am Ende drauf gemacht, dass das zu bleibt. Da habe ich so Knopferln und so weiter. Da habe ich persönliche Dinge hineingeschrieben. Und da ganz innen drinnen ist einmal, ja, also da sind einmal so, damit es schön in der Mitte halt ausschaut. Ne? So, dann haben wir da in der ersten Etage, haben wir dann so kleine Täschchen, die was ich da so mit einem Klettverschluss verklebt habe, also verschlossen habe. Und da sind halt so kleine Utensilien drinnen, wie ein ganz ein kleines Kuvert, ein Banderl, dann so kleine Tags und so weiter. Also das ist, seht ihr dann, wenn ihr es genauer sehen wollt, ist das alles in dem Entstehungsvideo drinnen. Das kann man dann zumachen. Das gibt es natürlich viermal in immer einer anderen Ausführung. Dann in der nächsten haben wir dann da diese Abreißblöcke. Das habe ich da so perforiert. Das heißt, wenn es dann will, kann es sich was runterreißen. Und da ist eben auf jeder Seite was anderes, also so ein altes Buch und da halt so ein geprägtes, embosstes, ein bisschen stärkeres Papier. Und da haben wir dann so ein ja, Backpapier, dass man halt für alles gerüstet ist. So, dann haben wir in der nächsten Etage, haben wir dann da auch etwas Kleines drinnen. Und zwar, wenn man, ich will es jetzt nicht aufmachen, das setzt dann alles, also da kann man dann auch noch einiges dazu verwenden. Ich lasse euch da ein bisschen reingucken und ja, das gibt es eben da auch. Also da habe ich dann ein bisschen so ein Messing, so ein ja, Messing-Ding reingegeben, reingehängt. Dann haben wir da so kleine Kartel mit so Not, da kann man was dann draufschreiben. Dann ist da noch einmal so ein Täschelchen und ja, da wird es dann eher sehen, was drinnen ist. Und da habe ich auch noch ein bisschen so ein ja, also so kleine Kärtchen und die kannst du dann verwenden, wenn es irgendwo drauf pickt oder in ein Junk Journal pickt und so weiter. So, dann haben wir die nächste Etage. Und zwar, da habe ich so kleine Sackerln gemacht, wo auch was drinnen ist. Mit so einem schönen Brett und da habe ich einmal Happy Birthday und so weiter. So ein paar persönliche Stempel mit einem Herzerl, das ist ein Post. Und da ist halt auch immer in jedem Sackerl, das sind solche. Jeder Junk Journal liebt die Molds und da sind halt die Paper Dolls drinnen. Da gibt es auch eben im Nachfolgevideo einen kleinen Lachanfall. Warum? Jetzt wahrscheinlich auch sehen, wenn es euch ausschaut. Ne? Also, das ist in der Etage. Dann haben wir da noch was drinnen. Das ist auch so ein bisschen, ja, also da habe ich auch eine persönliche, so, also persönliche Stempeln, habe ich persönliche Stempeln, persönliche Sachen. Wie Bussi oder hab dich lieb und so weiter, habe ich da in diese Täschchen, auf die Täschchen draufgestempelt und in diesem Täschlein ist halt alles Mögliche drinnen an Sticker und kleinen verschiedenen, ja, was man halt alles braucht zum Junk Journal. Da habe ich vorhin drauf mit dem Wachsiegel gewerkelt und habe da so ein Knöpferle oder so einen, ja, so ein Siegel eben. Das haben wir dann da auch eben, also da sind überall ein ganz viele eben Sticker.
drinnen immer da so sich Tags und ja, also was man halt alles braucht dazu. Ne? Ja, und bei der letzten Etage habe ich ja dann da hineingegeben, da habe ich so ein Bellyband gemacht mit so einem Metamaß-Stempel. Da habe ich natürlich von Old Fashion Ribbon, das wird es vielleicht eh kennen, habe ich ja halt auf der Seite und auf der Seite habe ich ja zwei verschiedene Bänder, einmal so ein glänzendes hineingesteckt. Das war so super, weil das hat echt passt, total ist aber cool. Ich wollte das jetzt erst selber basteln. Danke, liebe Firma Old Fashion Ribbon, dass du das so gemacht habt, dass das da reinpasst. Und auf der anderen Seite haben wir da ja, die eine kleine Knopfkarte. Ja, da bin ich gesessen und habe die Knöpfchen alle angenäht, so wie es früher war. Und dann habe ich da noch so ein kleines Metermaßband zugehängt mit dieser Glühbirnen-Sicherheitsnadel. Ja, dann habe ich da eben noch so aus Restchen aber wie gesagt, das setzt dann alles in dem Entstehungsvideo, wie es entstanden ist, auch dort das Metermaßband dann drauf embossed, damit das, ja, das geht zum Tour, aber da wieder hinein. Das gehört dann da so schwupps hinauf. Genau. Ja, und das ist eben sozusagen die, ja, ich weiß, das P ist runtergerutscht. Auch da könnt ihr dann sehen, ja, wie das entstanden ist. Also, da sind halt auch noch verschiedene andere Knöpflein. Und ja, die Idee ist dann eigentlich dazu geboren, wo ich von meiner Tochter habe ich geschenkt bekommen, dieses We Are Memory Keepers Explosion Board zum Basteln. Ja, und die haben mir dann gedacht, ja okay, ich mache sowas, da bin ich eh bald fertig. Nein, ist nicht so schnell gewesen. Ja, also das ist diese Junk Journal Utensilien Explosion Box. Und ich hoffe, das Geburtstagskind freut sich drüber. Es steckt echt ganz viel Liebe drinnen und ja, also alles Mögliche an ja, Freude, an Wut, an Nervenzusammenbrüchen, mit Chemiestangen versorgt und Nächte bin ich wirklich gesessen. Also, aber das ist egal, Hauptsache sie ist fertig geworden und ich kann sie morgen auf die Reise schicken. Ja, und wenn es euch jetzt nur interessiert, wie das Ganze entstanden ist, ja, ist wieder ein längeres Video, aber ihr kennt das ja von mir, dann könnt ihr euch das ja ausschauen. Nun denn, guckt, wie sie entstanden ist. Ich wünsche euch viel Spaß. Bussel. So, meine Lieben, ich bin ja einmal wieder fix und fertig. Ihr habt es jetzt da eh schon gesehen, was ich da alles. Warte, ich muss einmal das Mikrofon. hallo. Das Mikrofon einstecken. Hört es mir jetzt besser oder ist wahrscheinlich egal? Ich muss mir ein neues Mikrofon auch kaufen. Also, der Schreibtisch schaut jetzt einmal so aus. Das liegt alles da immer dumm. Meine Herzen da, die muss ich dann da wieder aufmachen. Also im Großen und Ganzen funktioniert es super. Also wie gesagt, das Explosionsbox vom Cardboard. Langsam. Ja, die Gehirnwindungen sind jetzt noch ein wenig vertraut, weil ich so wie ich so viel denken müssen. Das Explosions
Sport, wie heißt es? Ne? Ja, kann man Explosionsport, wo man eben Explosionsboxen damit machen kann. Von VR Memory Keepers heißt es. Ja, genau. Ja, ist ein schönes Board. Man, wie gesagt, ich bin halt jetzt von dem Falzen, weil das ja doch, wenn man das jetzt einmal so nimmt, schaut her mal, also das sind von da bis daher ein paar Millimeter, wenn nicht drei oder vier. Drei, ja. Und wenn man da natürlich jetzt da dann diese Falzen macht, dann ist das halt natürlich dementsprechend. Deswegen mache ich es immer mit diesem Dotting-Tool. Da müsst ihr aber aufpassen, weil bei einem ist mir passiert, da bin ich ein bisschen, habe ich zu euphorisch reingedrückt und da habe ich so ein kleines Loch alle. Aber die Tante Wolfaden wäre ja nicht die Tante Wolfaden, wenn sie das nicht irgendwie dann verschönern würde. Ja, also wie gesagt, ich habe schon jetzt, ob ich es jetzt da vom Action habe oder von den, von den Mint-Formen an, ja, wie gesagt, ich glaube, es wird kaum Unterschied. Vielleicht sage ich jetzt einmal von der Qualität her, dass das vielleicht ein bisschen stabiler ist. Aber ansonsten, ja, dass du halt da das Steh hast, dass das Falzding dann da im Mint hast, der typischen Farbheit von die, dass das da einhängen kann. Ich war, wie gesagt, ich weiß es nicht. Ja, man muss gucken. Ein schönes Gerät kann man, jetzt sage ich einmal, wenn du das jetzt selber ausschneidest, ist ein oder zwei runde Glaseln hinlegst, damit es der Herz fahren. Alles möglich, also wie gesagt, aber das vom Action, das kostet glaube ich 4 Euro oder 5 Euro. Also da ist jetzt nicht viel verhockt. Das, was das kostet, das weiß ich nicht, das habe ich ja von meinem Töchterlein bekommen. Und da fragt man natürlich nicht nach. Ich freue mich drüber, ich habe damit sehr gerne gewerkelt. Wird sicher nicht meine letzte Explosionsbox sein. Ja, also da sind halt dann natürlich Reste und Hostromas, also Streifen und Ding, aber wir wären ja keine Junk-Journaler, wenn wir das nicht auch verwenden würden. So, das war jetzt einmal die Ansprache und das gute Ding schaut jetzt natürlich so aus. Wupp. Ne? Also ich habe da immer, das ist jetzt dieses 6x6-Inch. Ne? Das haben wir, das hab ich mit. Ich habe halt immer jede zweite, habe ich mit den Herzeln gemacht. Also ich habe jetzt alle. Ich habe die 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Inch. Also ich habe jetzt insgesamt 7 solche Blätter verwendet. Ja, haben wir verschiedene Formen rausgesucht. Das wollte ich eigentlich noch ein bisschen da so abding. Das geht aber nicht. Ja, ich könnte es jetzt oder den. Egal, also das ist so ein normales. Das habe ich dann ganz normal ausgeschnitten und habe dann die Ecken abgerundet. Das habt ihr eh gesehen. So, dann dieses ist wieder so ein normales. Wobei in diese Schnellvideos habe ich auch gezeigt, also wie gesagt, man kann es natürlich so schön ausschneiden, aber bei der Anzahl kann man dann ein bisschen hergehen und wenn man das halt zutraut, kann man das halt gleich ein bisschen und dann halt denken. Ja, also so schaut es dann wieder aus. Dann das habe ich gemacht. Da habe ich eben, wie gesagt, die Eckerln habe ich halbiert und auch nicht gefalzt, weil sonst hätte ich ja dann da in der Tür so ein Falze-Ding drinnen. Also ich habe mir da vorgestellt, eben, dass ich da so eine kleine Tür mache. Ich werde sagen, hey, da ist ja ein Spalt. Nein, das ist mit Absicht, weil ich da und da noch zwei Ösen reingeben möchte und dann eben mit einem Bandel zu. Also so schaut das dann aus. Und mir hat das irgendwie besser gefallen. Also ich wollte das so haben und ja, diese Schnipsels, die muss da so in einem Maß überbleiben, die kann man dann natürlich da verwenden, um irgendein Taschenlein zu machen. Ja, das muss man sich halt dann natürlich zurechtschneiden oder ja, vielleicht werde ich die Türchen auch noch abrunden oder so. Also das ist das Stückchen, das ist wieder so ein normales mit den Herzeln. Da habe ich dann, das ist aber nicht von mir, in meinem Hirn entstanden, da kann man dann eben diese Taschen machen, indem man da einfach nur dieses Eckerle auseinanderschneidet. Man kann es dann natürlich auch noch irgendwie, aber finde ich gar nicht, weil dann biegt es gut. Ne? Ja, man muss ja jetzt nicht vier Taschen machen, man kann ja nur zwei machen, also man, dann schneidet man das halt weg, je nachdem, wie es einem gefällt. Nicht so, und das ist halt sozusagen das Erste und ja, das Einzige, wo ich mich immer irgendwie ein bisschen so aufgeregt habe, das sind eben diese Falzlinien und ja, wisst ihr, mit dem Schneiden. Ich bin jetzt so der Freund vom Schneiden. Das, ja. Ja. Aber das Ganze wird ja natürlich noch verschönert. Sprich jetzt da. Jetzt wird einmal gegessen. Das ist einmal ganz wichtig, das ist die Nervennahrung. So, dann muss ich runtereilen, weil Onkel Wohlfaden ist heute ja wieder im Waldviertel bei seiner Mami. Bei mir ist es 6:30 und meine Babys sollten um 6 Uhr, um 18 Uhr was essen.
Das heißt, ich muss jetzt runter dann eilen, muss meinen Babys was zum Essen geben, bevor sie mir den Hungertod, den qualvollen Hungertod sterben. Und dann werde ich wieder raufeilen und wäre dann natürlich ja, die Stressen und Kleben und die Öse und so weiter. Und da mache ich dann halt wieder ja, ein bisschen schneller. Und ja, das ist einmal jetzt der Plan. So schaut es aus und im Puppenhaus. Gut, und dann muss man noch schauen, wie man das Ganze verziert, verschönert, bestempelt, was drauf tut und so weiter und so fort. Das ist halt dann alles eine Sache von, was fällt mir ein, was mache ich. Ne? Und das überlege ich mir jetzt, währenddessen ich meine wilde Meute füttere und ja. Ja, jetzt geht's weiter. Jetzt muss ich mal was trinken. Prost, Kinder. Oh. Kein Alkohol. Apfelsaft mit Wasser, ihr wisst ja. Ne? Ciao, bis zum nächsten. Bis zum nächsten Stopp. Ja. So, jetzt bin ich da und jetzt bin ich da, genau. Also, ich weiß ja nicht, ob sie das hört, was das Mikrofon nicht genau. Hört einmal die Kerzen. Ja, das ist diese, wisst ihr, diese Sandalhut da. Also, ich sag einmal jetzt, wie so ein knisternder Kamin. Klingt es nicht, sondern eher wie so eine schnurrende Katze oder so, gell? Aber egal. So, auf jeden Fall tue ich da jetzt da fleißig mit meinen die Stresserl da, mit meinen kleinen Schnuckiputzis, tue ich da jetzt einmal die ganzen Ränder distressen und ja, ist nicht so, aber bitte, da muss man ein bisschen, ja, so dazwischen. Na? Also, das bin ich jetzt da gerade im Machen. Und dann wollte ich euch noch was Lustiges erzählen. Also, das hat mir der Onkel Wolfgang erzählt. Eine Story aus dem Polizeialltag. Also, so, es ist irgendwo ein Einsatz gewesen. Ne? So. Und die fahren dort hier. Also, es war nicht heute oder gestern, das war schon ein bisschen her, aber auf jeden Fall war das halt in der Nacht. Ne? Und die zwei Kollegen fahren halt mit dem Polizeiauto dort hier. Und entweder war irgendwie ein Sachschaden oder was weiß ich was halt. Ne? Und die fahren und fahren und finden nichts und finden nichts halt. Ne? Und auf jeden Fall diese Funkzentrale da, wo halt die ganzen Polizeiautos und diese ganzen Einsätze koordiniert werden, ne? Wundern sie halt und denken sie, na bitte, wo sind denn die zwei? Die müssten doch schon längst da bei dem Unfall, also Unfallort, aber halt bei dem Ort des Geschehens angekommen sein. So, jetzt kommt wieder, jetzt kommt, wenn man vom Teufel redet, dann kommt der Herr Wolfhard. Ne? Jetzt kommt wieder das Theater. Ja, also nur eine Begrüßungsstimmung. Der Papa wird wieder begrüßt, en masse, ja. Nein, auf jeden Fall, ich hoffe, ihr hört das jetzt. Yes. Ist das lieb. Ja, der Jimmy singt immer so. Ne? Naja, auf jeden Fall wundert sich die Zentrale halt, wo die zwei Kollegen sind. Ne? Und dort, also hinfunken und so weiter und so fort. Naja, und dann sagen sie, dann melden sie die endlich, also einer von den zwei meldet sie dann endlich. Ne? Und der was da sitzen tut, sagt dann drauf, ja, wo seid denn ihr? Wieso seid ihr dann nicht zu dem Unfallort? Nicht? Und der, naja, wir kennen nicht, weil wir sind in den Graben gefahren. Und der, um Gottes Willen, und wieso seid ihr in den Graben und so weiter? Jetzt müssen wir euch jetzt suchen. Ne? Ja, auf jeden Fall hat derjenige dann in der Zentrale, hat dann ein Auto, halt einen anderen Einsatzwagen dorthin geschickt, wo der Unfall war. Und hat natürlich dann hat auch einen anderen Einsatzwagen dorthin geschickt, wo die zwei Kollegen da waren eben. Ne? Naja, und der zweite, also der sucht und sucht und sagt, heißt, wo seid ihr, ne? Und finden es auch nicht. Und der sagt dann, der eine sagt, ah, schalt doch das Blaulicht ein, weil dann kann man euch ja sehen, das geht ja weit. Ne? Und der Kollege sagt dann drauf, na, das kennen wir nicht. Und der, wieso kennt ihr das nicht? Ihr braucht doch nur das Einschalten, sagt dann, nein, wir liegen drauf. Also, das Ganze, weil es nicht lustig ist, ist ja nichts passiert und auch der Unfall, es ist alles nur, also bei dem gemeldeten Ding war es eine Sachschaden und bei den zwei Kollegen, ja, also wie gesagt, die sind da irgendwie oben geburzelt bei irgendeinem Graben und sind so blöd gelandet, dass sie eben oben, also am Topf, also am Kopf, am Topf, am Kopf sind die heute halt gelegen, nicht? Und das Blaulicht war halt dann nicht zum Einschalten, also. Einschalten schon. Das war so lustig, also weil sie alle dann natürlich zerwurzelt haben und haben gemeint, naja, schalt das Blaulicht ein, weil, ja, ne? Weil dann können wir euch ja sehen. Nein, es geht nicht, weil wir liegen drauf. Also das war nur so ein
Ja, also man lacht drüber, aber derjenige hat es sicher so ein bisschen, ja, gar nicht bewusst lustig gesagt, den kurzen Satz. Ja. Eine kleine lustige Episode aus dem Polizeialltag. Ja, also wie gesagt, ich tue da jetzt einmal fleißig weiter die stressen und was weiß ich, was weiß ich, wie das kommt. Genau, weil der Onkel Wolfgang ist im Kommen. Und ja, dann bin ich wieder bei euch. Tschüss, dabei. So, jetzt habe ich mir einen neuen Bogen. Das übrigens, das ist alles so ein wunderschönes Papier von der lieben Iris, die was mir damals eben auch geschickt hat. Und da habe ich mir eben jetzt verschiedene herausgesucht. Und das passt da Herzeln und Ding haben wir schon. Und da tut man da ja auch wieder ein bisschen ein Blau und ein Braun und ein Grün haben. Habe ich mir das jetzt ausgesucht. Und da mache ich jetzt da die, ja, die nächste Box. Aber die wisst ihr ja, wie man die macht. Und das kommt jetzt alles einmal da rein. Und ja, so schaut es halt einmal da rein aus. Das passt ja gar nicht dazu, das Papier. Das muss ich direkt auf die Seite legen, weil das irritiert. Ja, irritiert mein Auge. Genau. So, jetzt tue ich mal ein bisschen wieder Platz machen, weil sonst kann ich nicht wählen. Jetzt habe ich mir gedacht, habe ich da ein bisschen herumgeschnippelt und experimentiert und bin auf das gekommen, so ein kleines Abreißblöckle. Und da habe ich ja, das zeige ich euch dann eben gleich, da sind ein paar solche Blätterchen drinnen und da ist auch so eine Perforation. Also das heißt, dass es das wirklich abreißen kann und das klebe ich ihr dann eben da drauf. Und ja, wäre jetzt natürlich nicht nur, das ist Kaffeepapier von mir gefärbtes, ja, oh welch Wunder. Ja, ist jetzt glaube ich keine große Hexerei. Man schneidet sich ganz einfach, ja, also ein Stückchen oben, mal zwei, oder so, wie mal Daumen. Ich werde es wahrscheinlich so machen, weil dann ist es gescheiter, gell? So, und dann halt so. Das heißt, wir schneiden sie da mal so ganz rachitisch. Ja, das ist so gewollt, ne? So, dann biegen wir das einfach da in der Mitte. Ich weiß, das könnte man alles genau ausmessen und falzen, aber diejenige, die das bekommt, die sagt immer auch zu mir, Patricia, setz dich einfach hin und mach und tu nicht immer dumm. So, und da habe ich noch eben, wie gesagt, so Buchseiten und da wäre jetzt dann natürlich da ein bisschen breiter schneiden. Das werden wir auch noch so abschneiden. So, damit wir das halt da ein wenig da reinbringen in der Breite. Na, seht, das meint sie. Das heißt, ich soll da jetzt gar nicht viel herumtun, sondern man soll einfach so nehmen, man soll sich hinsetzen und schneiden. Und das gefällt ihr und deswegen mache ich das so. Ne? Weil das ist alles, wenn es schief, ein wenig schief ist oder angerissen ist, dann ist es so und dann kehrt es so. Also, wie gesagt, ich tue da jetzt einmal das Schnippeln. Was haben wir da noch ein paar so? Zeichen und dann haben wir so ein, ja, ein Blatterle, was ist das denn? Jo, und dann habe ich da so ein ganz geniales auch Scoreboard und das hat da eben verschiedene Einstellungen. Ich frage mich, wo ich das her habe, ich weiß es nicht mehr. Und unter anderem hat es da eben auch so eine Perforationseinstellung und da kann man natürlich hergehen und kann sie eben, das ist bei den alten Buchseiten sehr gefinkelt und ich tue da einfach jetzt einmal, aber es geht, ich hoffe es geht jetzt auch, und tue da sozusagen die Perforation hinein und wenn man jetzt sagen wir irgendwie fürs Junk Journal ein Stückchen braucht, na, dann reißt man sich eben von diesem Abreißblöckle, reißt man sich dann eben da so diese kleinen Seiten ab, richtig, genau, so, das haben wir dann da auch noch, schwupps. Ich muss schauen, ob es sicher da noch eben ein bisschen mehr
Hochseiten. So, das tun wir dann da so zusammenfuppeln. Ja. Und wo ist jetzt dann mein, ja, so, das heißt, da tut das dann da so ein bisschen rein. Also da, die Perforation muss natürlich ein bisschen weiter unten sein, weil sonst, ne? So, dann lasse ich es ein bisschen drüber stehen. So, und da tue ich dann das auch so abschneiden. So, und dann hierher, oh, das ist ein bisschen kleiner, aber das macht ja nichts, das ist ja so gewollt. Und dann mache ich eben so schwupp und schwupps. Und damit habe ich jetzt einmal da eins und da ein Abreißblöckchen. Und da wäre halt dann auch noch ein bisschen was, ja, was ich halt da so finde an Papier, wäre ich dann da eben hineingeben. Das heißt, ich werde dann da, also jetzt entweder mache ich das mit doppelseitigem, nein, das ist irgendwie gut vergeben, dass sie das dann beim Aufmachen, ja. Dann habe ich bei dem Schreibtisch, was soll man da finden, gell? Egal, ihr seht es ja dann eh, sofern ich es irgendwann finde, wurscht. So, jetzt gehe ich noch weiter Blöcke machen, weil da habe ich jetzt da gerade entdeckt so ein Backpapier, was das ist, ja. Ja, okay. Aus dem mache ich jetzt das nächste Abreißblöcke. Genau, und dann muss ich mir noch irgendwas suchen und dann habe ich die vier Sachen da auch wieder befüllt. Jetzt bin ich gerade dabei, ich habe jetzt einmal Dingholz da ausgesucht. So. Ja, dann das ist, was schon langsam. Also das ist dann dieses Dashline. Diese Dashline, das der eine Teil von der Box. Und da habe ich eben, wie gesagt, da das Embossed und Happy Birthday. Und da habe ich mir jetzt gedacht, ich stecke da diese Tim Holtz Puppies hinein, diese Paper Dolls, was wir da vom Tim Holtz haben. Und ja, das hat mir nicht irgendwie so gefallen, deswegen habe ich mir jetzt gedacht, da fehlt irgendwas halt. Gell? Und da habe ich in meinem Grammurium, Schatzekistelein, habe ich da von, wisst ihr, von meiner Patisserie-Zeit, habe ich da diese Stanitzen gefunden. Das ist dieses super tolle Giebel, sei es Butterbrotpapier oder Wachspapier oder so irgendwas, knistert irrsinnig, aber ist einfach super. Und bin hergegangen und habe halt so Tascheln gebastelt. Ja, ganz einfach, ich zeige euch es dann. Also ich habe das dann einmal da aufgetrennt, sanft oder Ding, und habe dann da so ein Saphir gehabt und habe dann einfach, habe das so zusammengelegt, habe dann da eingeschlagen, habe das angepickt und tue dann eigentlich nicht viel mehr, als wie dass ich da unten noch so ein Klapperle umschlage. So, das soll ja wirklich so richtig schön Junk Journaling ausschauen. Man bastelt da immer auf dem, was man schon bastelt hat. Das ist sehr intelligent. Aber ja, das bin halt ich. Ne? Nimmt dann wieder das Superflascherl, klebt das einfach da so an. Klebt im Übrigen spitze. Also das Papier ist nicht nur so super toll, sondern das klebt auch. So, jetzt tun wir das da mal so an. Ja, wie man klebt, das weiß man eh. Ja, weil man muss ja das dann. So, und dann muss man da natürlich auch noch ein bisschen Kleber reingeben. Da. Das ist der Zauberpapa. So. Ja. Aber es muss so verfilmt werden, weil diejenige, die das bekommt, die schaut so gern auch Videos. Und auch meine unter anderem. Und die liebt lange Videos von mir. Und sie soll ja auch sehen, dass ich mir da Mühe gebe und dass ich das mit Liebe mache und so weiter und so fort. Und deswegen entsteht dann eben auch so ein schönes Paper-Doll-Sackerl. Ja, dann tue ich da halt immer so, ja, so fünf Puppeln gebe ich da rein, so verschiedene, weil ich habe da auch ziemlich große, also ich muss schauen, da gibt es aber auch so ganz kleine Knutzen. So, der kleine Bub da, schwupp, hinein mit dir. Jetzt muss ich natürlich dann da suchen, ob ich noch irgendwelche kleinen Putzis finde, also da zum Beispiel, was haben wir, so, und dann kommt da noch ein Puppi hinein, weil das sind ja doch, na, da haben wir ja. Mein Hund. Ich hoffe, dass ich das ausgeht. Wenn nicht, muss ich ein bisschen schief, das passt vollkommen. Und dann gehe ich her und tue das halt da einmal so umknicken. So. Ja, ich weiß, das ist keine große Hexerei, aber ich will, dass das ungefähr gleich ist. So. Das heißt, wir sind dann wieder da in diesem guten Element des, der Größe. Im guten Element der Größe. Ja, also ich bin halt schon ein bisschen. Ja, schon. Und dann gehe ich her und nehme diesmal aber das kleine Luckerle und tue dann aufpassen, dass ich halt da nicht durch die Puppis durchsteche und tue dann da in der Mitte
das durch, wupp, da springen dann wie so Konfetti raus. Die kann man dann nehmen und sie im Zimmer am Boden verstreuen. Und dann habe ich da so ganz coole, ja, vintage mit Perle, ne, Breads gefunden, was ist rausgekommen. Naja, decken wir immer dort rein. Ne? So, also wie gesagt, das muss man dann da. Ja, mein Fingernagel ist auch schon, der hat den Geist, also die Ecken hat den Geist aufgegeben. Ja, ist halt so beim Basteln, was soll man tun? Macht man gern und da nimmt man einmal in Kauf, dass ein Fingernagel umbricht. Ne? Naja, und dann schaut es eben so aus und kommt dann da eben als Dashline so hinein. Ne? Schaut dann mal in die Konfetti oder was auch immer das ist. Und das kommt dann da so. Schau. Und dann kommen da diese Taschen. Habe ich noch eine Tasche? Ja, noch eine Tasche. So, schau. Ich finde das sehr, sehr cool. Also, jetzt mache ich noch das eine Taschel fertig. Jetzt muss ich noch so ein Schnuppelpapier, aber das habt ihr eh gesehen. Und dann kommen noch die Puppis. Und dann habe ich halt das zweite schon. Genau, dann habe ich noch die, wo haben wir das? Die Abrissblöcke. Genau, schau mal, da haben wir da dann draufgeschrieben: Abreißblöcke. Das ist eben da perforiert, das kennt ihr eh schon. Und das wird dann eben so eine Junk Journal, ja, Verwendungsbox, damit, wenn man irgendwie was bastelt, dass man sagen kann, ah, ich brauche jetzt ein Stück von dem, weil ich muss dann da die Puppe drauf picken. Also so ist das gedacht und ich, ja, mache jetzt weiter, weil es sind ja noch einige Böden noch zu befüllen. Aber nur damit zum laufenden Satz, gell? Bis nächstes Mal. Das muss ich euch zeigen. Jetzt will ich da natürlich die Ösen reintun. Das depperte Riesenzangel da. Weiß ich, warum das nicht tut und macht es mir da jetzt da ein Ding rein. Also, das ist wieder so richtig typisch, wo ich mir denke, das darf nicht wahr sein. Ach, ich könnte so narrisch werden bei sowas. Ich weiß es nicht, was sie immer von mir möchte, die Zange. Ich mache doch eh alles richtig und Ding und was weiß ich was. So. Ja, schau. Und jetzt haben wir da hinten ein Loch. Was soll ich mit dem machen? Pfah, wirklich, also kennt ihr das auch? Irgendwas muss ich dann mir wieder einfallen lassen, dass das hinten wieder nicht als Loch geht, doch da rein, du Klumpert. So, na und das hättest du nicht gleich machen können, das ist eben. Also von der einen Seite war es ja gegangen, nicht? Aber das darum ist auch so schwer. Ich möchte jetzt am liebsten jetzt in die Ecken dreschen, echt. So, jetzt habe ich da ein Loch. Naja, das ist doch, ich weiß es nicht. Warum? Ach gut, so, das habe ich mir jetzt eben vorgestellt. Lass das aber, ich tue das jetzt nicht wischen. Also da kommt dann das Wanderle eben rein. Und das Loch, das ist doch deppert, oder? Jetzt habe ich ein Lücken da drinnen. Was soll ich mit dem machen? Ich kann da nicht jetzt da irgendwas. Ach Gott, wenn ich sowas da drüber tue. Naja, eh, muss ich eh machen. Das ist doch deppert, oder? Ach, ich kann mich so aufregen. So ein Klumpen. Nein, es gibt halt Momente. Ich mir dachte, ich muss das jetzt mit euch teilen. Also, da muss ich aber, wenn wir schon dabei sind. Also ich sitze gestern im Bastelzimmerchen alleine und es war, weiß ich nicht, glaube ich, eins in der Früh oder so irgendwas oder zwölf und habe mit Käferlein konferiert, das muss ich euch jetzt erzählen. Und habe ja, wisst ihr, den anderen Teil mit diesen Teamholzpuppeln gemacht. Oh Gott, ich sitze alleine im Bastelzimmer und entdecke, ich weiß jetzt nicht, ob es für euch auch so lustig ist, aber ich entdecke das. Schaut's an. Ich weiß nicht warum, aber ich habe sofort an das denken müssen, wo das Käferle und ich gesessen sind bei der Bastelmesse draußen auf der Bank, wo wir halt schon ein bisschen erschöpft waren und habe das natürlich, ich habe dann ein Lochflash gehabt. Ich weiß nicht warum, aber ich habe ein Lochflash gehabt und der Andrea sagt dann zu mir, sagt, ja okay, aber wer ist jetzt eigentlich wer? Und ich habe gesagt, sag ich, naja, das muss man schauen. Also dadurch, diese Dame da viel Schwarz anhat und auch Hosen, da drunter hat, bin das ich, weil ich bin meistens schwarz und habe Hosen auch. Und der Andrea ist ja da die, mit den Spitzen und mit den Knöpfen und die Ding, ne? Die Handhaltung, so ein Fuß für dir. Ja, also auf jeden Fall habe ich das entdeckt und habe das natürlich im Käferle natürlich gleich zeigen müssen, habe einmal da lachen und tue die Puppen dann wegrammen und dann fällt mir das auf einmal in die Hände. Das war der nächste Lochfleisch, schaut's einmal. Also da waren wir dann damals
auf irgendeinem, ja, auf einem Ball. Na? Also wie gesagt, das ist die Andrea, das ist die Patricia. Da reden wir jetzt genau eine. Ich mache gerade ein Video, Herr Wohlfaden. Ja, ich weiß es nicht, wo die Sabrina ist. Aber wenn du sie anrufst, dann war's das. Auf jeden Fall haben wir da, also wir haben schon einmal gelebt. Ich wollte euch nur mitteilen, dass wir schon einmal gelebt haben. Und ja, ist auch eine kleine Episode, wo ich halt so allein in mein Bastelzimmer aufführe. Ja. Ihr könnt schon wieder loslachen. Das natürlich kommt auch zu ihr nach Tirol, ist ja ganz klar. Ja, so viel einmal dazu. Was ist mir jetzt da passiert? Ich tue es mühevoll dadurch zupfen, alles Mögliche, will dann ein Mascherl machen und was passiert? Es reißt mir jetzt da an. Jetzt frage ich, was soll ich jetzt machen? Ich hasse dieses Band. Jetzt bin ich am Überlegen, was ich. Jetzt kann ich alle das ganze Bandel da raus tun oder. Nein, ich hasse dieses Band. Ich gebe es auch jetzt weg und es kommt einfach nicht mehr hierher, sondern das ist. Nein, aus, Ende. So, das tut mir leid, aber dann bist du halt selber schuld, klumpert. Na, Kinder, ich sage euch, ich bin ja. Also, sowas, jetzt der Grund und. Ich meine, warum? Schaut sich das an. Warum denn? Was ist eigentlich mit Gott wirklich vor? Also, jetzt bin ich schon so aufgefressen. Das darf doch nicht wahr sein. Reißt mir den Klumpertbandel da. Ich geht durch Sonne und Mond. Den Dreck, wirklich vor. Also, sowas. Da habe ich dann noch was Schönes entdeckt, was man dann auch noch so dazu. Aber jetzt muss ich ein Bandel suchen. Ich nehme ihn und schmeiße in den Garten jetzt da. Das klumpert da. Da, nicht mit mir. Jetzt habe ich mal Bäckerswein. Von der Nunana um 1,50, aber wenn man das geholt, das passt schon dazu. Ja, und das kann ich jetzt dann einmal dann da durchfallen, weil das ist ja eh keine Arbeit. Ja. Naja, oh ja, mit dem Bäckerzwein schau, mal pops. Und mit dem schönen, dummen Schnirl habe ich da eh jede Karten einzeln klumpert. So, also wie gesagt, das wollte ich auch mal zeigen. Wir kommen jetzt zu, das ist auch viel hübscher und viel Gehweg. So, schau. Ja. Da können wir das auch schön länger machen. Und eine Mascherle und ja, okay. Ach, ich sage es. Immer werden mir irgendwelche Steine in den Weg gelegt. Gell? Aber ihr wisst, wenn man das halt für jemanden macht, wenn man es mir sehr lieb hat, dann nimmt man das halt auch in Kauf. Und ja, und macht man dann halt da. Jetzt geht es wieder nicht durch. Hey. Die Löwenzähne fletschen jetzt da. Warum tust du dich jetzt wieder spargeln? Wisst, das ist so. Da gibt es dann eben solche Momente, wo man macht und tut und man findet dann Lösungen. Ich weiß, man kann es irgendwo einfädeln, aber das ist ja. Wenn du jetzt auch anfängst da zum Herumspinnen, dann weißt du was? Sei ein liebes Band und geh jetzt da durch. Komm, du passt schön dazu. Na, eben, so. Man muss auch manchmal reden mit den Sachen. Macht es sicher auch, gell? So, ist eh wurscht, weil ich muss ja da drüber, was bieten wir ja für ein Loch. Weil die Zange da, die komische Riesenzange, wo man Menschen damit normal erschlagen kann, muss ja ein Loch reinmachen. Also bitte. Na. So, schauen Sie mal. Das ist doch. Achso, ja, warte, ich wollte ja was dazu hängen da. Ich brauche eine Zange. Da ist, na schau, Zange und was hängt drauf? Die Schere hängt drauf. Es ist so. Du kannst mir erzählen, was du willst. Es ist einfach so. Dass wenn es einmal Trari rennt, dann rennt es Trari. Trari, also. Ja, so, das kommt da her jetzt. Geh weg. So, du kommst da auch her. Ach, ich sag euch, jetzt habe ich natürlich keine zweite Zange, eh ganz klar. Muss man sich wieder mal behelfen. Mit was? Mit den Fingernägeln. Bei den Daumen, meine beiden Daumen habe ich mir natürlich den auch gleich angekickst, die Ecken. Weil das sind immer die Ecken, was man halt dann so. Naja, es geht eh. So, naja. Wir haben ja Kraft. Na? So, zack. Und das kommt dann da so rein. Natürlich. So, das schießt. Hoffentlich ist das nicht schwer. Na, das passt schon. Das schaut cool aus. So. Gut, das kannst du ja auch verwenden. Ne? Da kannst du ja dann auch. Das ist ja eine sozusagen eine Junk Journal Utensilien Explosion Box. Ja. Ja. Ach Gott, ihren Mascherln machen. Ich kann keine Mascherln. Furchtbar, ich hasse Mascherln. Deswegen hat mein Kind immer irgendwelche Schuhe gehabt, wo es mit dem Klebeverschluss.
gegeben hat. Nein, ich hasse es. Weil das ist ja nicht, erstens einmal ist er nie ruhig gestanden, weil sie immer irgendwo herumhuppeln hat müssen. Ich bin am Boden herumgelegen und gekraxelt und habe ihm gemeint, also nur das Hüppern, das ist ja wurscht. Kannst du bitte ruhig stehen, weil ich musste die Schuhbänder zubinden. Ja. So, also so schaut das jetzt dann aus. So, jetzt kann man auch ein bisschen bieren und du. So. Gut, jetzt mache ich da nur auf der anderen Seite. Aber ich habe mir noch überlegt, ich werde mir noch ein schönes Blatt raussuchen, was dazu passt. Und werde das Ganze dann noch einmal machen. Also ich habe da eigentlich schon was entdeckt. Nein, sei entschuldigt. Ich habe das Mikrofon zugehalten. Das sind so, ist das, so halbe Blätter und das passt richtig schön zusammen. Ja, also da haben wir Uhren und da hat es das und ja. Dann mache ich noch einmal solche und die tue ich dann da dazwischen. Ja. Und da möchte ich, da habe ich im Internet gesehen, gestern, da gibt es so diese, wie heißt das, One Sheet Wonder. Du kannst da aus, oder aus einer Vierplatte, das tust falten und schneidest dann irgendwo rein und dann legst du das zusammen und hast dann so wie ein Buch. Aber ob das dann da reinpasst, ist halt auch wieder eine Frage, egal. Auf jeden Fall kommen da dann eben so, zwei so kleine Büchlein hinein, was man vielleicht dann auch wieder verwenden kann, wenn man eben diese Junk Journal Utensilien Explosion Box verwendet. Ja, so, jetzt habe ich mich wieder abgeregt, jetzt habe ich einen Kaffee schon getrunken, also ein paar Schlückchen vom Eferle, ja, das Riesene. Und jetzt da ist es wieder soweit, der Pegel ist in Ordnung. Ja? So, gut, also bis zum nächsten Ding. So, jetzt ist das einmal da alles gedistressed und festgeklammert und festgeklebt und da hinten habe ich dann diese Schilder um, weil wir ja mit der Zange ein Loch machen mussten, das heißt, man sieht das nicht. Und jetzt möchte ich gern, ich habe mal überlegt, ich mache nicht dieses One-Sheet-Wunder da, das mag ich nicht, sondern ich werde auch so ein Leporello auf die Art machen, das kommt aber erst, jetzt muss ich da noch einmal, bis das so ein Einstecktascherl machen und messen wir das jetzt da gerade aus, 7 cm ist das. Ja, jetzt ist wieder der Kopfrechner angesagt, also 7 cm, 7 cm, das sind anders, little girl. So, 7 cm ist einmal das, genau. So, dann muss ich aber noch auf der Seite ja was dazu tun. Das heißt, ich muss jetzt da rechnen, da noch ein bisschen was zum Falzen, damit das ja biegt. Das heißt, wir machen da 5 mm. Genau, also da einmal 5 mm, dann die 7 mm und da dann noch einmal die. Habe ich das jetzt noch aufpassen, bedeutet ja. Bei 0, nicht bei 1. Naja, dann ist wieder jetzt klar. Ein bisschen mitdenken, da sind die 7 cm und da waren dann die 5 cm. Genau. So, das schneiden wir jetzt da einfach einmal an. Und mal schauen, was dann passiert. Gar nicht geschehen. Na so. Ja, wenn man keinen Platz hat, ist das furchtbar. Ich glaube, ich könnte dann. Ja, na, warum habe ich es jetzt ausgemessen? So, jetzt brauchen wir einmal da diese 5 mm, aber die müssen ja nur gefalzt sein. So, das. So, dann drehen wir das einmal. So, dann haben wir da auch noch einmal die 5. Warum ist das wieder 5 mm? Genau, die Zipfel dann weg. Also komm her da. So, und jetzt haben wir das da falzen. Genau, und da haben wir das auch falzen. Ich werde jetzt lachen, aber ich mache das ja nicht ungefähr so oft. Und wenn wir das jetzt da reinpicken, ist das natürlich war ja klar. Warum? Was habe ich denn da wieder falsch gemacht, Depp? Echt, warum bin ich so, ich weiß jetzt einmal schief, aber ist ja egal. Warum komme ich auf 5,5? Ich bin wirklich deppert zum Messen. So, naja. Ach, na seht, solche Fehler passieren mir, aber wir haben ja eh Material. So, bitte, Patricia, messe es doch so mal so. Ich weiß es nicht. Wirklich. Also, nein, wie kann man immer so blöd sein? Aber ich lasse ja mit drinnen, damit seht's. Ich bin sicher nicht die Erste, die was da. Machen wir dann mit dem Fingernagel einmal so einen Kick rein. Das
hast, das waren dann, naja, 9, ne? Ja, weil 7 plus den waren 9, naja, ein Viertel. Schneiden, genau, so, weg. Dann müssen wir da her auf 1 cm. 9 haben wir weniger 1 ist 8. So, dann drehen wir das um, 8 weniger 1 ist auch. Ding, falzen. Aua. Und da unten müssen wir 1 cm machen. Ne? So. Naja, was. Und dann müssen wir das Taschel ja auch. Machen wir 2,5. Ja, das müsste aber jetzt stimmen. So. Weh, du stimmst jetzt wieder nicht. Dann schwör ich dir. Ich schwör dir, ich hau dich durch Sonn und Mond. So, ich mach jetzt da so ein Ding. Bogenschnitt, der sogenannte Bogner-Schnitt. Ne? So, und dann machen wir da so ein Eckerlein. So, das wird aber jetzt passen, gell? Jetzt nehmen wir das da schnuffeln und da. Ja, Herr Bogner, gleich. Ich bin gerade im schwersten Konzentrationsmodus. So, jetzt passt. Jetzt passt. Der Berufer dreht mit mir normalerweise nicht. Jawohl. So. Also, wie gesagt, das mache ich dann auf der Seite nach und da kommt dann dieses kleine Leporello rein. Ja. Ah, ist okay, das Kind, ich geh jetzt einmal was essen. So, ah, ich habe jetzt urgut gegessen. Oh, einen guten Schweinsbraten mit Kartoffelknödel. Oh, am liebsten war ich liegen geblieben und hätte ein bisschen ein Schläferchen gemacht, aber nein, das darf nicht sein. So, also ich habe jetzt das dann richtig gemessen, diese Täschchen, habe es dann da so ein bisschen angeklebt und jetzt dann möchte ich gerne ein. Ja, so eine Art Leporello machen. Ich habe da jetzt nur das eine, das gefällt mir recht gut da für den Deckel. Also, ja. Und dann habe ich genommen vom Avocado, also Avocado-Papier, was ich gefärbt habe. Und darauf soll eben dann dieses zusammengelegte Ding rauskommen. Ich habe jetzt einmal ausgerechnet, ich brauche so einen Deckel mit 5,5 circa. Das heißt, ich werde mir da jetzt das Schöne raussuchen, dass das da so ein bisschen. Ja, am Deckblatt ist. Ja. Dann da schauen wir genau mit dem Messer. So. Und schnibbeln da jetzt einmal rein. Ja. Und dadurch, dass das so ein quadratisches Ding wird. Was steht da im Weg herum? Immer steht irgendwas im Weg herum. So, 5,5 mal 5,5. Ups! Das ist eine schöne. Und da unten habe ich auch so eine Schiene. Das heißt, ich nehme da natürlich jetzt da die Seite her und tue mir das auch bei 5,5. So, genau, das hängen wir uns wieder auf. Sehr gut, habe ich das sehr richtig gemessen? Oder bin ich deppert? Kinder, ist okay. Ich mache was mit mir, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich selber, warum messe ich den falsch und zerschneide mir das? Ich kenne echt, warum? Ich sage 5,5, aber ich schneide es bei 5 an. Ach Gott, nein, ich bin nicht wirklich ein Affe. So, aber jetzt, ne? Meine Güte, ich bin ein Wahnsinn. So, jetzt habe ich natürlich das nicht so schön, aber das ist nicht so schlimm, weil das tun wir sowieso noch verzieren. So, jetzt müssen wir aber wieder aufpassen. Jetzt denken wir, bitte, Patrizia, durchblute einmal dein Gehirn im Apfelsaft mit Wasser. Ah, weh, ich muss mich so anhauen, ich habe schon wieder die 2. Liebe dieses. Ah, weh. So, nein, ich muss jetzt direkt verdreht hinstellen, sonst kann ich nicht Ding. So, und dadurch, dass ich ein bisschen kleiner sein soll, also mit das nehmen wir jetzt 4,5 mal 4,5, Patrizia. Überlege, bevor du zerschneidest. 4 und 4,5. So, Frau Bogner. Das wird ja jetzt nicht so schwer sein. Also, oh. Ja. Das? Natürlich, wir brauchen es ja nicht schneiden. Also, das Messer da bei dem Ding ist auch nicht mehr das, was war. Naja, gut, so. Jetzt haben wir das Strafferl. Jetzt müssen wir immer bei 4,5 falzen. So. Ja, das heißt, wir werden da jetzt richtig messen. Ja, bitte anlegen und darunter. So, 4,5 und 4,5 sind 9. Jetzt werden wir mal alles. Am Sonntag noch ein Schweinsbraten rechnen. Na, das kann was. So, 9 plus 4,5 sind 13,5. Das ist noch im Zuge des. Ja, das geht noch. So. Und habe ich es richtig? Nein, gell? Nein, ich habe es nicht noch richtig, oder?
Wo waren wir denn jetzt da? Also 4,5, 9, 13,5 sind 17,5. Das heißt, wir sind dann jetzt bei 18. Das müssen wir jetzt aufmachen. Wenn das jetzt wieder nicht stimmt, dann schickt es mir Ilja Rogoff oder weiß ich nicht, irgendwelche Durchblutungs. Oder sagt es mir einfach, Patricia, nein, das passt schon, wir machen diese Fehler auch. So, 18, 22,5. Also, wenn das jetzt das so, es geht sogar dann nur eins aus, schon schau, guck, guck, guck. Und 22 sind 26, das müsste dann 27 sein. Wenn ich jetzt nicht ganz dürflich bin, so, oder? Ich werde schon mitrechnen, ich werde schon wissen, ob ich einen Blödsinn gemacht habe oder nicht, gell? So, das heißt, ich schaue dann mal. Ausschauen tut es nicht so schlecht. Jetzt tun wir das falten. Natürlich da so. Naja, da haben wir ein paar Knickerfalten. Also bis jetzt, da ist noch okay. Ja, ich werde jetzt. Einige werden nicken und sagen: Ja, aber das stimmt ja eh. Bist eh gut drauf. So. Naja, dann haben wir das Stickerle. Das brauchen wir aber nicht, weil das schnippeln wir einfach ab. Jetzt bin ich natürlich am Überlegen, ob ich da noch so einen Streifen, wieder super geschnitten, noch einen Streifen dazu kleben soll, weil das Ganze wird ja dann da so umgedreht. So, und wird dann da so hergeklebt, umgeklebt, umgedreht und umgeklebt, das reimt. Und dann kommt ja das Deckel da drauf. Das Schöne, was ich ja verschnitten habe, also wäscht ab. Und dann sollte das einfach so, ja, müsste so aufgehen. Ja, ist ein bisschen weniger. Na, aber man muss rechnen, ich muss ja das auch noch da irgendwo reinkriegen. Also das ist ja jetzt nicht so, dass ich sage, ich habe da en masse Platz. Das heißt, wir werden das jetzt da mal testen. Ja. Ja, du Liebe, die das bekommt. Du wirst wissen, dass ich das mit so viel. Ja, Blätzchen oder so. Ich glaube, es geht sich aus. Ah, wir machen nur einen Straffen. Das biegt man dann zusammen und dann tun wir das so und so und so. Das passt. Gut, das heißt, ich werde jetzt dann nur einmal messen, rechnen, falten, kleben und dann bin ich wieder bei euch und genau. Und werde euch mit meinen Weisheiten weiter ja, erfreuen, langweilen, quälen oder wie auch immer. So, egal. Ja, Kinder, okay, ihr seht mich wieder mal verzweifelt, weil ich stehe am Papier, das liegt am Boden. Jetzt habe ich da mal so ein paar so Knöbelchen rausgesucht und habe da natürlich, das gefällt mir nicht mehr. Also das passt so schon gar nicht irgendwie schön. Nein, das mache ich nicht, das ist überhaupt nicht meins. Deswegen habe ich das wieder runtergekletzelt. Dann, das finde ich ganz toll, weil da kann ich ein Original bandeln, also das geht sich genau super schön aus. Finde ich ganz cool. Ich hoffe, ich habe einmal da so ein ergänzendes und einmal so ein Stoffbandel reingegeben. Ich hoffe, die Form gefällt mir, aber sie ist da auch. Ja, jetzt habe ich da herum experimentiert wegen den Knopfkappen und habe da einmal so ein schönes Papier und da habe ich da ja, dieses Backpapier. Das hat nämlich so schier, das glänzt nämlich so, sieht man das ein wenig auch. Onkel Petzus hat mir da ein schönes Papier geschickt. So. Und dann habe ich da von meine die Holzstanzen, da diese Blümchen oder diese Blätterranken und habe ein bisschen mit, wisst ihr, mit dem Ring of Stella, habe ich mal ein bisschen Glanz, ja, aber nicht zu viel. Also das war eindeutig too much. Das ist, nein, das passt nicht. So, jetzt habe ich das dann da drauf geklebt, habe dann ein bisschen geinkt und so weiter und jetzt möchte ich aber auch noch, und wieder mal kein Platz habe, ist eh ganz klar, leg dich du daher. So, und das möchte ich jetzt da mit dem Stift ein bisschen so umranden, damit das, wisst ihr, die Luise macht das immer und die Susanne und alle anderen machen das, damit sie das da so hervorhebt. Also, ja,
ich weiß, das machen sie immer mit diesem, was weiß ich, wie der Stift heißt halt nicht. Also mit dem Susannes Lieblingsstift. Und ich habe mir gedacht, ich mache das jetzt da ein wenig so in diese, da tun wir ein wenig was rein. Nur ein bisschen angedeutet. Also so, das Wendel da so auf ja, ihr wisst, sehe ich das ja. Ja, dass das halt so sein soll. Genau, so. Also das mache ich dann, ich glaube, da gehört noch ein dunkleres, das ist ein mittelbraun, aber das, nein. Ich glaube, da müssen wir dunkleres. Auf jeden Fall habe ich dann ja da dieses coole auch vom Onkel Petzus. Der hat das mir geschickt und hat gesagt, Patricia, mach was damit. Und da haben wir diese super schöne Wiese von der Schreibmaschine. Und da möchte ich jetzt natürlich, ich hoffe, ich verpfusche es nicht, die Knopfkarte draufstempeln. So. Das Problem ist natürlich, dass ich es einmal nicht rauskriege, aber das ist gleich behoben, dass das natürlich, man sieht nicht, wo man und so weiter. Das heißt, wir müssen jetzt da auf gut Glück. Ja, naja, was soll ich sagen? Und da habe ich mir gedacht, ich werde ich mitnehmen und fange jetzt einmal mit dem KW-Knopf an und werde einfach jetzt einmal das aufstempeln. Ja. Die Wortmann und geht schon. Oh mein Gott, bitte, bitte. Okay, okay. Dann suchen wir uns natürlich ein kleines N. Ja, also das klebt ein wenig. Also Gott sei Dank haben sie das da so auf, aber sonst. Ja, also schauen wir mal, wie das jetzt wird. Das schaut halt dann natürlich nur so. Ja, ich habe ja keine Schreibmaschine. Alter, das ist jetzt furchtbar. Naja, es soll ja so ausschauen. Ne? Das ist ja nicht so, dass es nicht so ausschauen soll. Einen Buchstaben machen wir gleich. Bevor ich dann einen Nervenzusammenbruch kriege. Ja. Also, oh mein Gott. So, okay. Knoblauch, ja. Ja, also wie gesagt, ich mache das jetzt da mal. Ich habe gewusst, dass das wieder passiert. Warum passiert mir das immer? Warum? Das kann ich knicken, nicht? Das ist ja aber nicht Wurst. Oder ist so gewollt, was sagt sie? Das ist doch blöd. Das ist wieder so richtig typisch. Ich hasse das. Ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. Nein, da machen wir kein Mittelding, sondern wir schreiben gleich weiter. Wir müssen es K, haben wir schon K? Nein, da haben wir K. Naja, was sagt sie? Soll ich das jetzt lassen? Knopf, K. Na schau, alles wird schön, nur das Puff, P wie Patricia. Na, ist egal. So. Ich lasse einfach. Ich glaube, die. Na, ist egal. Karte. Kr. Geht wieder nicht ab. Kr. Sushi habe ich angefangen, gell? Und dann schaut das aus. Naja, aber die. Diejenige. Ja, nein, jetzt ist es eh schon wurscht. So, jetzt suchen wir es eh. Knopf haben wir noch gar nicht. Warum ist das noch nicht da? Hallo, eh. Haben es vergessen. Also, Onkel Petz hat vergessen, mir das zum Einpacken. Okay. Ja, sicher. Sag einmal. Ich hab doch noch kein E. Jetzt sagt er, hat jetzt kein E eine da. Das Kind, das kann ja nicht sein. Also, seht ihr, mit was für Sachen ich behaftet bin? Gibt's das? Nein, ich hab da noch kein E. Kinder, der hat das eh nicht eingegeben. Ich krieg jetzt eine schwere Krise. Also, der kann doch nicht glatt ein E da vergessen. Der hat mir echt das eh nicht eingepackt. Ja, okay, mach das schmutzig, Patricia. Also, der ist der blöd? Also, entschuldige bitte. Pass auf, das wird sein. Ja, natürlich. Ihr habt das schon gesehen, gell? Er ist ja kein E-Eipack, der Onkel Peter. Und ich hätte mal eine E-Mail geschrieben. Ein böses. So. Na, was sagt ihr? Soll ich das jetzt lassen oder nicht? P. Knopfkarte. Naja. Ah, ich weiß nicht, ob ich es noch los oder nicht, aber auf jeden Fall kommt das halt dann so.
ist es gedacht, ja, wisst ihr das eh? So meine Buchstaben auf der Seite, nein, ich habe vergessen. So muss ich wieder. Ach, ich liebe das. So, also, Kompatriot. Ja, so, jetzt suchen wir natürlich die Knöppels. Die Knöppels. So, also so habe ich mir es halt dann vorgestellt, so wisst ihr das eh, was ich da meine. Ne? Man könnte natürlich da ein bisschen einen Knopf weiter rauf nähen. So könnte ich es machen, ja. Und das dann, wenn man noch so einen weißen dann. Ja, es ist halt eine individuelle Knopfkarte. Die hat kein Mensch, gell? Ja, naja. Da kommt das ein dicker Knöppelchen. Bin ich eigentlich im Büdel? Ja, ganz knapp, gell? Naja. Hoppa. So, und da. Na, so gehört das. Und der gehört da, ja. Ach ja, ich sag's euch. Auf jeden Fall tue ich halt dann da Knoppel an. Das ist wieder verkehrt. So. Ja, also nicht schön, sondern das gehört einfach da so. Na? Und da müssen wir noch. Den haben wir schon, den nehmen wir dann da so. So, ne? So schaut es dann aus. Und, aber wisst ihr, was ich mache? Ich lasse es so. Ich lasse diese Knopfkarte, weil ich glaube sicher, mein liebes Geburtstagskind wird immer dann daran denken, dass P wie Patricia immer irgendwie, ja, der Jamie quietscht jetzt. Ja, ja, also ich werde es jetzt da ja, machen und tun und da. Ja. Na gut, also bis zum nächsten Mal, Löhr oder was weiß ich. So, jetzt habe ich meinen kleinen, ja, Prototypen sozusagen fertig gemacht. Und zwar ist das so ein bisschen wie ein Zündholzschachtel mit Akkordeon-Ding und ein bisschen verziert halt Ding. Und ja, da sind jetzt so Schätzelchen drinnen. Ihr seht ja da überall sind Reste und die will man ja nicht wegschmeißen. Also vorgedessen macht man dann da so ein, ja, da ein Glitzersteinchen. Dann habe ich da so einen Klettverschluss, der klebt nicht ordentlich, aber jetzt, ja. Und da haben wir jetzt lauter kleine Schätze, was der Junk Journal braucht. Ne? Ein Bundle. So, dann haben wir da verschiedenste kleine Tags. Ne? Also so, die kann man immer brauchen. Da braucht man dann nur irgendwie was draufstempeln und so weiter. Oder was draufschreiben. Oder so runde kleine Ornamente, Blümchen, Herzeln, das ist ganz wichtig. Herzeln braucht man auch immer. Ja, da habe ich dann schon, da haben wir noch, also ich habe das überall, dann haben wir da noch ein ganz ein süßes kleines Kuvert. Bitte. Das ist das, wo ich damals mit dem Käferle auf der Bastelmesse war, wo mir die liebe Frau da diese Stanze rausgesucht hat. Und da habe ich natürlich aus den Restaurant, habe ich mir gedacht, da macht man halt so einen kleinen Brief und das einmal halt dann da so reinstecken. Ist ja nur, soll ja nur dafür da sein, dass man das wieder irgendwo kann man dann selber noch verzieren, das aber mit Obst. Also ich habe es eher so blanko gelassen. Ja, und dann braucht man natürlich noch ja, diese, also so schöne roséfarbene Büronadeln. Das ist auch ganz wichtig. Und dann haben wir da noch drinnen diese Balbnadeln. Die Glühbirnennadeln, weil man kann ja irgendwo was dazu hängen oder ein Bärlchen drauf und so weiter. Nein? Also so ist es jetzt einmal gedacht, dass man da ein bisschen eine Ausrüstung hat. Das ist vielleicht jetzt ein wenig groß, aber ja, egal. Und das ist dann eben in diesen Täscheleins drinnen. Da sind noch diese restlichen Blümchen wieder raus. So, also wie gesagt, Herzeln und in alle Formen, wie ich die halt dann da gehabt habe. Nein? So die Blümchen und die Tags. Ja, das kleine Briefkuvert mit dem Brieferle, dann die Büroklammer um, ja, und diese Balb, wie heißen die eigentlich? Glühbirnenbüronadeln? Keine Ahnung. Ja, und das Bandale, das ist auch wichtig. Ja. Naja, und das kommt dann da eben in dieses Taschele hinein, Klettverschluss, und dann kommen eben vier solche kleinen Täschelchen mit dem Inhalt in diese letzte
Ja. So, und ich wollte jetzt wahrscheinlich wissen, wie das zum Mensch gehabt, also wie das zusammengebaut haben, weil das ist jetzt gar nicht großartig viel. Ich habe einfach, ja, also das sind 5 cm, das sind 5 cm und das sind 2,5 cm mal. Warte mal, ich glaube eher mal 5, genau. Ja, also 5 mal 5, nicht ganz, ja, 4,5 habe ich da, oder 5, ich weiß was ich. Also so ein Straffen, dann habe ich das dann. Aber ich bin nicht eines Bastels, lasse ich euch mitschauen. Ich glaube, ihr alle wisst, wie man so ein kleines Taschele dann da macht, mit diesem Ziehharmonika- oder Akkordeonverschluss. Jo, also das wäre ja mal das. Und ich bin ganz verliebt in das. Ja, ich weiß, ich bin schon wieder verliebt, aber ich liebe das, wenn man da so kleine Schnuffelsachen rein und rausgeben kann. Finde ich einfach herzig. Und dann hat man das da auch noch. Man kann ja dann, wenn das Taschen leer ist, kann man sich ja selber was reingeben. Ne? Also man kann ja dann seine, also nicht Bärchen oder seine Teigkatze oder was weiß ich, was alles halt dann da eine. Ich war auf der Suche, bis ich so eine kleine Teigstampfen gefunden habe. Ich habe auch nicht. Ja klar, sonst hätte ich es ja nicht ausgestanzt. Nicht? Ja, naja, und dann, wie gesagt, jetzt geht es noch ganz zu. Muss ich noch einmal, ja, man muss das ein bisschen. Wupp. Ich habe es vorher sehr schön drinnen gehabt, dass es geht sich aus. Es wird sich wahrscheinlich da jetzt irgendwo verspragen. Aber man hat ja dann da eh ein bisschen Land. Ja, und das kommt dann da jetzt noch her. Jetzt bin ich nur am Überlegen, ob ich 4 verschiedene oder 4 gleiche mache. Oder zumindest werde ich wahrscheinlich da mit dem Kraftpapier gleich bleiben und dann halt nur irgendwie ein schönes Papier drauf. Der Inhalt wird gleich sein, das Wanderle. Ich habe da ein paar Anderen mir rausgesucht. Ja, also wie gesagt, das ein weißes oder ein rosanes, ein blaues, das wird dazu kommen. Ja, das sind halt immer solche Schätzelschüsse, die wir ja so heiß lieben. Ja, ne? Ich habe dann noch eigentlich noch dazugeben wollen, so ein kleines Blümchen, aber das geht leider nicht aus. Das war mein kleinstes, was ich so in der Art gehabt habe. Aber das macht nichts, weil, wie gesagt, sie hat dann ja eh ihre Sticker, was ich da rausgesucht habe. Ja. Gut, jetzt da werde ich mir das einmal herrichten ein bisschen. Oder ich werde es einfach jetzt mitfilmen, wie ich so eine Tasche mache, aber ich glaube, das wird jetzt nicht so das 9. Weltwunder sein. Ja. Ich habe es lieb, mein Tascherl. Das bleibt natürlich bei mir, weil das ist jetzt ein Prototyp, das vielleicht verwende ich es dann auch noch irgendwo. So, jetzt dann mache ich mich ans bisschen Falzen, Schlanzen, Knicken geben und so weiter und so fort. Und ja, und beim Deckel bin ich dann wieder, ja, bin ich dann wieder da oder genau. Also heute muss es fertig werden, weil sonst da. Gut, also bis zum nächsten. 1. Etage von dieser Junk Journal Utensilien Explosion Box. Das wurde so mega ja, fertig. Und das wollte ich jetzt noch zeigen. Ich bin jetzt da gerade dabei, die Böden dahin ineinander zu kleben. Also ich habe da gleich einmal einen Fehler gemacht. Das ist ganz toll. Und ich möchte jetzt am liebsten irgendwo aus dem Fenster rausspringen und ich weiß es nicht, was machen, weil ich wirklich nur blöd bin. Wirklich. Ach Gott, ich möchte mich jetzt selbst geißeln.
Bitte, warum? Warum bin ich denn dumm? Warum? 100.000 Mal lege ich sie zusammen. 100.000 Mal weiß ich doch, wie was war. Und jetzt bitte, was? Na, bitte. Ich möchte immer mehr Kinder. Schaut mal, warum? Ach Gott, das ist es, aber wenn ich jetzt irgendwo ins Herz reinstechen, bitte. Was ist denn so schwer, Patricia? Da ist ein Herz, da ist was Eckiges. Ich sag's euch. Naja. Es ist ja nicht so schwer. Ich denke mir nur noch, das, aber muss ich schauen, dass ein Zentimeter Abstand ist. Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich weiß, es ist nicht viel passiert, aber ich kann mich dann immer so über mich selber ärgern, weil man so dumm ist. Ich meine, jetzt sitze ich seit 4 Tagen, ja, und tue seit 4 Tagen immer wieder dasselbe, also dasselbe in dem Sinn. Aber warum bin ich so blöd? Das gibt es doch nicht. Ich verstehe es nicht echt. Das Haar spangelt fest in die Haare wahrscheinlich. Ich depperte. Ich muss so ärgern. Ich muss mich so ärgern momentan. Geh nicht da runter. Wehe. So. Kinder. So. Vielleicht schaffst du das jetzt, Patricia. Dass du die Box da richtig reintust. Box. Also die eine Etage so hineinklebst, dass sie auch richtig überall abstände. Da. Nein. Trocknerin ist so geil. Warum schieben wir das nicht ordentlich hinein, Patricia? Ja, wenn man da das kleine Futzle, das ist ja nicht so schwer, dass man das nicht ordentlich reinpickt. Also man kann es noch ein bisschen schieben. So, genau. Also das ist jetzt einmal. Oh, boah, jetzt waren wir schon ein bisschen. Oh, also ich muss jetzt da um 1:45 in der Früh mache ich mir noch einen Schluck Kaffee, weil. Oh. Gut, ist gar nichts, ist geschenkt. So, also, auf ein neues Versuch. So, und jetzt kommt wieder ein Herzerl. Jetzt hast du es auch kapiert, gell? Ja, die Patricia, die braucht immer ein bisschen braucht man. Und anstatt, dass wir den Kleber mal nachfüllen, dann wir uns ärgern und quetschen herum. Na, das bin typisch ich. So. Also, mach deine Kreise und deine Punkte und überlege, was man macht. Passiert euch das auch manchmal? Wahrscheinlich, oder? Ich gehe dann immer gleich durch Sonne und Mond kommen. Also, wirklich. So, also, du klappst das zusammen. So, dann siehst du die Boxform, Patricia. Legst die schön in die Mitte an. So. Schaust links und rechts, oben und unten. Und dann machst du einfach klapp. Und selbst da kannst du das noch ein bisschen variieren, wenn was nicht stimmen sollte. Aber das ist in Ordnung. So. Na, Patricia, was kommt jetzt noch ein Herzerl? Ha? Überleg einmal. Beziehungsweise es liegt ja schon da. Es ist ja nicht so, dass es schwer wäre. So. Das kommt jetzt. Jawoll. Wir haben es ja jetzt kapiert, ne? Ach Gott, das ist so geil, Kinder. Ich bin aber noch immer jetzt da. Ich bin so kurz Anfälle. Nein, ich kann schon ordentlich besser werden. Also ich kann schon mal was irgendwo in die Ecken schmeißen. Also das ist, warum rutschst du? Und man spricht mit den Sachen. Also mir ist aufgefallen, ich spreche nicht nur mit euch, sondern ich spreche auch mit dem Kleber. Ich spreche mit, weiß ich nicht, ja, mit Papier oder mit... Ich muss nur daran denken und ich muss schon wieder lachen. Wisst ihr, Andrea und ich, wir haben ja schon mal geklebt. Ne? Ja, also, ob es da neben mir steht, wisst ihr es auch. Ob es da neben mir steht, muss ich immer wieder schon. Ich muss die zwei jetzt da in ein Kuvert. Nein, Patricia, wir bicken das Sackerl nicht mit an. So, sondern wir achten darauf, dass wir diese Box jetzt wieder schön in die Mitte positionieren. Und was machen wir dann? Flop. Explosion. Ja, also, wie gesagt, mein Nagel schaut aus, der ist komplett vollgeklebt und sehr wurscht. So, jetzt haben wir wieder ein Herzerl. Jetzt kommt kein Herzerl, Patricia. Oder? Ob ich es jetzt? Nein, bitte nicht.
Ah, ich hab's jetzt nicht vollgespickt, oder? Jetzt müsste ja wieder ein Teil ohne Herzl kommen. Aber ich habe ein Herzl, ich habe ein Zink. Fällt mir jetzt, oh mein Gott. Mir fällt doch ein Teil von dem. Da geht da eine Krise, oder habe ich jetzt da ein Herz insuffizient? Nein, Patrizi. Na, ich sag ja, ich bin schon so komplett, da ist ja eh, jetzt kommt wieder ein Herz. Beruhig dich, ich will kein Herz von Insuffizienz, sondern schalte dein Gehirn ein. Ne? Ja. Na, vielleicht ist es aber gescheiter. Du nicht, ja. Ja, ich gebe ja mit mir. Ich meine, ich lobe mich, aber ich gebe ja mit mir. Also das ist sicher als Monster-Video, wird das jetzt von der Länge her. Aber ich setze das hier von mir kommen. Ne? Jetzt tut mir meine Übung eh schon weh. Wisst ihr, vom Staubsaugen und vom Wischen. Und ja, tut mir nicht mehr einschmieren. Aber anstatt dass ich mir das Flaschen, oder wenn man da drauf druckt, tut das im Übung weh. Aber nein, wir sind nicht dazu fähig, dass wir das Flaschen nachfüllen. Ich bin ja jetzt, ich muss ganz ehrlich sein, ich bin schwerst konzentriert. So, Box machen in die Mitte. Ein ganz schweres Buch nebenbei. Wow! No, jetzt wird es aber schon ein wenig eng, da in der Mitte. Oh mein Gott, ich hoffe, dass sie gefällt. Ich glaube schon, was sagt ihr? Ha? Würdet ihr euch freuen? So, Herzl, und jetzt kommt das da. Na, so bitte, jetzt werden die Dinge auch schon ein bisschen kleiner. So. Ah, Patricia, bitte. Nimm doch den Geber nach. Nein, ich fülle den Geber nicht nach, weil ich ein bisschen gestört bin. So. Und morgen habe ich dann wieder die Nudeln. Sag, ist bei euch auch so warm gewesen? Also bei uns war es heute super warm. Ich habe mir gedacht, mir sogar mal, wo bin ich denn? Machen wir jetzt das Pool wieder? Oder wir holen wieder den Badeanzug und Ding aus und die Badetücher? Schön in die Mitte, Frau Bogner. So, in die Mitte. Wow! Ja, also es war total warm bei uns. Ich habe da mit den Hunden ein bisschen draußen gespielt. Weil Jamie hat so einen kleinen Gummielefanten, der was quietscht und Cyrus heißt. Ja, so wie der Hauptelefant von Hannibal Lecter, der was über die Alpen. Ja, ich werde jetzt sicher denken, was redet die Frau. Egal, wir haben auf jeden Fall gespielt und man dachte mir, servus, in der Sonne ist richtig warm. Also, so, jetzt sind wir wieder. Jetzt habe ich wieder ein Problem. Wieso? Nein, weil ich das nicht sehe. Weil diese Herzen, das ist eh in Ordnung. Patricia, klebe einfach. Klebe es einfach. Ich meine, wie blöd muss man denn sein? Dass man es viermal nicht checkt. Naja, was soll man jetzt machen? Ja, auf jeden Fall haben wir gespielt und es war sehr warm in der Sonne. Erzähl doch die Geschichten fertig. Ich mein, ja. Naja, und jetzt da muss ich dann noch den Deckel machen. Und dann brauche ich wahrscheinlich 3 Wochen im psychologischen Ding, dass ich wieder. Nein, überhaupt nicht. Es hat mir viel Spaß gemacht. Also, wie gesagt, jetzt bin ich so richtig auf den Geschmack gekommen. So. Ich denke auch, also ich habe es nirgendwo noch gesehen, diese Junk Journal Utensilien Explosion Box. So, die gibt es nirgendwo noch, oder? Habe ich das jetzt vielleicht entdeckt? Oh mein Gott, das wäre doch was, ha? Wow. So, also. Meine Lieben, ich wollte es euch jetzt einmal so noch zeigen, das ist sie jetzt einmal von. Ah, das kommt da noch in die Mitte hinein. So, das ist halt so. Das, was halt da noch auf mich zukommen wird, ist, wie packe ich das ein, damit es nicht kaputt geht. Der Onkel Wolfhard hat eigentlich eine ganz gute Idee gehabt. Der hat gesagt, Box in eine Schachtel natürlich, ja, ist klar. Aber das einmal in eine Schachtel, also schon mit dem Folie, Luftpolsterfolie, und dann. Du die Schachtel in der Schachtel und dazwischen gibt es auch noch eine Luftpolsterfolie. Weil dann ist, wenn sie es wieder herumschmeißen auf der Post oder sonst irgendwas, weil wenn du jetzt draufschreibst, bitte Vorsicht.
dann hast du das nicht, dass du Brust hast. Du zu? Oh mein Gott. Hallo, Schatz. So, da fügen sich die Herzen ineinander. Das heißt, die Decke wäre auf jeden Fall einmal schon ein wenig größer machen, glaube ich. Und da haben wir, auch die Herzen ineinander. Also das Konzept der Box geht einmal auf. So, wenn sie die Herzen da ineinander. So, ja. Oh mein Gott. Die gequetschte Explosionsbox. So, jetzt waren natürlich super Gummiringel, gell? Aber ich habe keins. Oh. Warum habe ich jetzt kein Gummiringel bei der Hand? Ihr könnt es jetzt auch nicht loslassen. Ihr könnt das natürlich jetzt Folgendes machen, indem ich das da einmal mit einer Hand irgendwie. Ja, das wird so nicht ausgehen. Nein, Gott, nein. Ein Schnirl habe ich auch jetzt natürlich nicht bei der Hand, das ist eh ganz klar. Jetzt suche ich mal Gummiringel. Ich habe sicher in meinem Bastelzimmer kein Gummiringel, das weiß ich jetzt schon. Jetzt machen wir mal einen schweren Test. Ja. Na ja, müssen wir was schwereres, müssen wir schwereres Kaliber. So, komm Schatz, ich stehe. Das ist jetzt einmal so der Test, ob das... Und jetzt da gehen wir sogar ganz. Ah. Na? Also wenn du das Eck nichts, dann mag ich nie wieder in meinem Leben. Nein. Ja. So. Gut, also so weit einmal, so gut. Und jetzt werde ich den Deckel anfangen. Es ist 2:30 Uhr in der Nacht. Ja, werden wir sehen, wie weit ich komme. Ich glaube, ich bin eh schon ein bisschen zu spät dran. Hoffentlich verzeiht mir das Geburtstagskind das. Ich glaube aber schon. Ich werde sie natürlich auch noch informieren und dann, ja. Gut, also bis zum nächsten. Irgendwas. Und dann wollte ich noch was zeigen. Also ich bin manchmal wirklich genial. Ich weiß, das stinkt so richtig nach Selbstlob, aber bitte muss ich das sagen. Wir haben ja solch, also ich habe so einen Pick-up-Tool da gehabt, ne? Der war eigentlich recht super und hat da vorne immer so eine rote, klebrige Spitze drauf gehabt und die ist mir irgendwann einmal runtergegangen. Das heißt, ich habe da nur so ein Pixie gehabt, habe es aber Gott sei Dank nicht weggeschmissen und Käferle und ich, wir haben auch wieder konferiert. Und ich habe mir gedacht, weil wir halt darüber geredet haben, weil ich gesagt habe, sage ich bitte, wie der ist, weil sie hat sich bei der Messe hat sie sich einen gekauft um 2 Euro, aber der war, der ist für die Tonne, also der tut nicht, da kannst du nicht einmal ein Blattl aufheben. Ich habe dann da noch diesen, ich liebe wirklich Memory Keepers, aber da bin ich nicht begeistert. Also das grüne Klump da, das weiß ich nicht, was das ist, aber also ich mag ihn nicht. So, und wir reden halt drüber und überlegen halt, naja, vielleicht die Frieden mehr und so weiter. Und während der Konferenz habe ich mir gedacht, erst Wachs und so weiter, jetzt bin ich hergegangen und habe mir die Spitze immer wieder da in dieses Wachsding reingetaucht, bis ich halt dann so eine Kugel gehabt habe. Ja, und, was soll ich sagen, Kinder, es funktioniert. Also ich habe da mal so ein Blatterl, ich meine, ob das trocken ist, so jetzt nicht, aber Wachs trocknet, ja. Also das ist jetzt so, ja, genau. Schaut mal. Hallo! Jawohl. Und dann habe ich natürlich das Ganze auch versucht mit Steinerl. Das ist ja das, was wir immer wollen und drüber bitten wollen. Und dann fällt es uns immer irgendwie obala, runter. Ja. Hallo. Ja. Bitte, ich wäre jetzt wirklich froh, wenn ich die Erfinderin dieses Nachfüll-Dinges wäre. Weil ich bin sehr stolz. Es geht auch mit größere. Also ich habe das schon getestet. Und ich muss sagen, also weil diese, was wir da immer kriegen von AliExpress oder sonst irgendwas, diese Stangeln da mit diesen roten Wachsplatten, das ist ein Klimper, das da fange ich gar nichts an. Aber ihr seht es weiß auf weiß, aber die Perlen, es funktioniert. Und man kann es dann auch wieder schön absetzen. Zacki! Also nehmt euch eure alten Pick-up-Stifte, taucht es ein bisschen in Wachs ein und ja, macht so eine Kugele. Und das funktioniert wieder. Also ich bin jetzt wieder einmal von mir selber, na geht's denn, der ist mich nicht begeistert. Ja, es funktioniert. Mir ist im Übrigen gerade eingefallen, wenn du jetzt aus einem Bleistift oder einem alten Kugelschreiber, der was vielleicht jetzt nicht mehr geht, bin ich gerade am überlegen, wenn ich den jetzt da auch da eintauche in dieses Wachsding und forme mir da immer so eine Kugel, also das muss man halt ein paar Mal machen,
dann müsste das ja, also dann braucht man ja nicht so ein Pickup-Tool, oder wie der mit heißt. Schatz, das geht so da los. Bin gespannt, ob das auch funktioniert. Also, ja, schauen wir mal. Muss vorne immer so Ding, also so trocken werden lassen, ein wenig. Es trocknet ja schnell. Und dann halt wieder so vorne, dass halt die Kugelschreibermine nicht durchkommt. Immer wieder ein bisschen. So, und jetzt da probieren wir das einmal aus, ob es funktioniert. Ich hoffe. So. Et voilà. Da müsst ihr ein wenig aufpassen. Oder es war vielleicht noch nicht so ganz trocken. Man kann ja einen Zahnstocher oder sowas nehmen. Ja, also es geht dann auch wieder oben. So, indem man das habe irgendwo. Schaut aus wie so ein kleines Verhüterli. Ja, bin ich ja wieder blöd. Aber bei Papier ist vielleicht ein bisschen, beim Junk Journal ist es egal, aber das hat man dann da vielleicht so Wachsflecken. Ne? Aber ich glaube, das wird sicher auch funktionieren mit einem Bleistift. Ich glaube schon. Also immer wieder so. Es ist ja eigentlich im Grunde genommen, ich weiß nicht, was das für Wachs ist, aber ich glaube, dass das dann auch funktioniert. Und wenn das so richtig trocken ist, so wie bei dem da, da habe ich es ja schon ein bisschen länger trocknen lassen, dann bleiben auch nicht die Wachsflecken am Papier. Ja. Also komm nur. Jetzt tu mich nicht enttäuschen. Natürlich. Nein, das funktioniert. Ja, Baby Wohlfahrten hat gemeint, die hat am Freitag Geburtstag. Und hat gemeint, sie muss jetzt krank werden. Also das macht sie immer regelmäßig, wenn sie Geburtstag hat. Ja, das funktioniert da auch schon. Aber wie gesagt, da müsst ihr eigentlich halt aufpassen. Wegen Wachsflecken. Ja, sie hat gemeint, sie muss jetzt wieder mal krank sein. Sie muss, ja, ich hoffe nicht Corona oder so. Nein, ich glaube nicht. Immer bei ihrem Geburtstag mal Herzen schneiden. Ja, die Puppe hat jetzt eine Verkühlung. Und muss immer ja, krank werden. Naja. So, jetzt habe ich euch einmal wieder genug erzählt und zugeschwafelt. Jetzt machen wir einmal unseren Deckel. Genau. So. Man krame sich sein Explosion-Board da raus. So. Und dadurch ich ja praktisch, nicht praktisch, sondern sicher sogar, da habe ich nämlich ein Herzl auch noch vergessen, die große Box da auch gemacht habe. Also das ist meine letzte Box. Ne? Muss ich natürlich den Deckel im XXL machen. Und da gibt es eben diese Linie dazu. Und die werden wir halt jetzt dann nicht mit dem Stanzding da, sondern mit dem Dotting-Tool, wenn ich das einmal finde, genau. Ja, ich habe zusammengekramt. So. Da gehen wir her und tun. Ach so, sagen die das. 6,5 mal 6,5. Ja, Kinder, jetzt fällt es mir gerade auf. Ja, 12 mal 12 ist ja das, aber 6,5 mal 6,5. 6,5 mal 6,5 Inch. Jetzt bin ich wieder am Überlegen. Das muss doch dann. Nein, Liter muss ich machen. 6,5 Inch mal 6,5 Inch. Habe ich da ein Ding? Nein, ich habe kein Lineal. Muss ich denn jetzt wieder das. Also, jetzt, warum verwirrt man mich? So, jetzt hole ich mir mein Stampin' Up. Board, mein Schneideboard. Genau. Da schaue ich jetzt, was sind die? Inch sind das. Und 6,5. Das heißt, wenn ich das jetzt da eine tue. Ach so. 6,5 mal 6,5. Das jetzt da ausschneiden, das kann doch nicht stimmen. Wie soll denn das dann auf meine Box aufpassen? Okay, also da stelle ich mir jetzt wirklich komplett blöd an. Aber also wenn ich da jetzt hergehe. Na, die machen, das wird wirklich passen. Okay, also ich bin jetzt wieder mal, ich weiß ja, zwischen Genie und Blödheit halt, ne? 6,5. Ja, dann schneide ich das Papier jetzt da bei 6,5. Oh, bist du eh grad, ja. So, aha. Na, da habe ich wenigstens für den Innenteil. Ah, da, ja, bitte. Na, ist ja klar, weil sonst war es jetzt groß. 6,5, bist du da eh richtig? Die mit einer Ähnlichkeit, das. So, okay. Wenn ich das jetzt da so hernehme. Okay, ja. Also gebe ich. Das ist, na komm, jetzt tut es nicht auseinanderfallen. Naja, jetzt wenn wir die Herzen alle wieder durcheinander, ist eh klar. So, na gut, jetzt gebe ich das einmal da auf die Seite und werde jetzt mit dem Dotting-Tool, okay, beim Lid, also beim Deckel, ja, mache ich da jetzt einmal das. Ja.
Einfach so. Jesus, mein Gott, bitte. Ein bisschen mit Gefühl. So. Okay, und das macht man natürlich jetzt da auf allen Seiten. Also das jetzt, das klar wird. Ja. Wenn es das auf das Bild aufschreiben, wird es so stimmen. 6,5 mal 6,5. Also ich bin ja jetzt nicht doof, oder? Bin ich doof. Wisst ihr schon, ob das falsch ist oder nicht, gell? Ich glaube nicht. Na, wir werden es jetzt gleich sehen. So, jetzt nehme ich mir den Mintfarben einen Dingstoff draußen. Lege das auf die Seite. Und werde da jetzt dann mal das. Schubs. Genau. Also das ist dann so. Ja, warum nicht? Warum soll es nicht einfach sein? Es wird wirklich, glaube ich, oder? Ja. Hm. Jetzt bin ich aber überfordert. Es geht einmal einfach einfach. Oh mein Gott. So, und jetzt schneiden die das ja da und da ein, weil das kommt ja dann da immer aufgepickt. Genau. So, man suche sich eine Schere. Dann habe ich eine. Und schneide da jetzt wieder einmal entlang. Da tritt ja schick aus, schneiden. Okay, gut, so, jetzt haben wir den Kühlschrank einmal weg, gell? Ich habe ihn auch nachgefüllt. Aha, jetzt brauche ich nicht mehr. So, schaut, da ist dieses Knubberl oben. Aufzupfen. Und da geht schon wieder. So, jetzt werden wir das da einmal ein. Gestern, wieder, wieder, aber nicht, dass da rausquillt. So, schiebe die Ekeln. Ja. So, und dann werden wir das jetzt da. Mein Gott, nein. Warum sagt sie mir nicht, dass ich falsch und blöd bin? Ach Gott, die Patricia, sei doch nicht immer so blöd. Wirklich, also, nein, es passt ja eh. Nein, ich will sie ja nicht innen, ich will sie ja nicht außen haben. Nein, es passt nicht, warum auch. Mein Gott, bin ich deppert. Jesus, nein. Naja. Also so macht man es nicht, das wollte ich jetzt nur mit zeigen, sondern man tut das so eingleistern. Auf dieser Seite, auf der. Ne? Mein Gott. Käferle hat ja gesagt, du heute packst du ja nur mit einem Deckel machen und dann bist du fertig. Ein Geburtstagskind habe ich ja schon gesagt. Mein liebes Geburtstagskind, du wirst nicht zu deinem Geburtstag dein Paket bekommen. Von mir. Nicht da kleben, sondern erst danach. Aber ja, man kennt das ja von mir. So, jetzt bin ich aber gespannt. Komm, mein Schatz, ist da. Achtung, Trommelwirbel oder auch nicht. Hallo, hallo, hallo. Schaut sie wieder, passt. Oh mein Gott, das passt. Ich hab die kleine Box und es tut sich so richtig schön zusammenhalten. Oh mein Gott. Aber die Herzeln kann ich jetzt nicht mehr drauf, gell? Das ist das einzig Blöde. Schade. Naja, ich kann maximal noch solche Herzen basteln, aber auch mit den kleinen. Und diese Schlüsseln da drauf tun. Ja, genau. Mit dem Small. Ja, muss ich noch machen. Genau. Das macht nichts. Da kann ich ja, meine Herzen kann ich ja für was anderes auch verwenden. Das ist nicht so schlimm. Das passt. Ja. Ja, na dann sehen wir uns demnächst. Wieder, wenn es dann verziert und verschönert wird und so weiter.
Ihr seht, was ihr seht. Ich habe wieder alles Mögliche rausgepackt und geholt und gependelt und was weiß ich, was weiß. Und ich habe da jetzt da so ein tolles Türmchen stehen. Ja, ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich denken, was tut es jetzt noch? Ich habe das deswegen gebaut, weil das ja ein bisschen schwerer ist. Und das ist also ein, ja, so ein schwereres Ding, weil ich ja jetzt das beschwert habe und habe dann da diese Collage gemacht. Ja, also mit Stamp Barrier, und dann habe ich noch diese, wisst ihr, diese Restbänder habe ich dann da so rüber gewickelt, dann habe ich, ich glaube von der Iris oder von wem auch immer, ich weiß es nicht, aber ich habe da neben mir so eine große Box stehen und da zupfe ich mir immer irgendwie was raus. Dann habe ich auch noch so ein großes Papier, ja, ich glaube auch von der Iris, und das habe ich dann noch da ein bisschen, ja, vom lieben Peggy habe ich dann diese Perlenornamente. Ja, und dann habe ich noch Distressed, dann habe ich da noch so ein kleines Zeitungsstückchen. Ja. Auf der Seite habe ich dann diese Bänder, also das Bandele da. Das habe ich irgendwann einmal, glaube ich, ich habe keine Ahnung, wo ich das her habe, Bargo oder was weiß ich. Und habe dann da diese Blumen, also diese Blumenbroschen draufgeklebt. Innen, das habt ihr eh gesehen, da habe ich ein bisschen herum experimentiert mit, ja, mit dem Mica Gold oder wie das da heißt, und hab dann die, dass das ein bisschen stabiler ist. Und jetzt war ich gerade am Überlegen, ob ich da noch was rein geben soll oder nicht. Das weiß ich jetzt noch nicht. Also ich denke, einmal, weiß ich nicht, nicht? Keine Ahnung. Ja, also das ist jetzt mein Werk, aber zur, es passt da alles. Also es ist. Es ist vollbracht. Ja, das passt alles soweit. Es haltet alles. Es ist getan. So, so schaut sie jetzt aus. Ja, ein bisschen tun wir noch herumzicken ein wenig, aber das geht schon. Da weiß ich noch nicht, ob ich die Herz haben, weil ich will es jetzt nicht zu übertreiben. Also ist das dann auch nichts mehr. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war ein super, super schönes Projekt. Es war ein, ja, ein ja, was soll ich sagen, es war einfach cool. Und wenn man es dann da so vor sich stehen hat, das ist einfach, ja, das ist einfach, es erfüllt mein Bastlerherz mit ein bisschen Stolz. Ich hoffe, dass der lieben Roswitha gefallen wird und dass es euch auch gefällt. Ja. Langes Video, lange Arbeit, also, ja, sagen wir 4 Tage bin ich gesessen. Am Abend jemand hat das gewerkelt mit Unterstützung von Käferlein und, ja, Alexandra und ja, auch Onkel Wohlfaden und Sabrina, denen habe ich immer so Fotos geschickt und die haben immer gesagt, ja, du weiter, mach weiter, es wird schön. Ja, tja, jetzt höre ich aber auf. Auf jeden Fall schicke ich einen dicken Haxibären. Es ist 3:45 in der Früh. Ich gehe jetzt ins Bett. Ich schicke euch den Haxibären. Dickes Bussi. Und ja, wir sehen sie sicher wieder, gell? Tschüssi. Bye bye.